Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge der Würfelphilosophen. Heute mit am Start der Jonathan. Hallo. Und der Zeitiger. Du hast auch mich hier. Ja. Und der Alex bimmelt mich auch am Handy an oder so? Nee, glaub nicht. Weil der ist nämlich unterwegs und wieder mal nicht in unserem Philosophenzimmer hier. Und herzliche Grüße nach da draußen. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder am Start. Und ja, wir sprechen heute über ein Thema, ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich soll vorsichtig sein, was ich sage. Also wir sollen vorsichtig sein, was wir sagen. Weil angeblich gibt es ja so Schießhunde von Anwälten, die jetzt irgendwie auf alles aufpassen oder so, was ich immer noch nicht glaube, aber gut. Wir sprechen über, ich würde es mal so ein bisschen anders formulieren, toxische Hierarchien in Situationen, wo wir uns dran gewöhnt haben. Also wir reden unter anderem über Rammstein. Ich glaube, dass das, was ich gerade ganz am Anfang gesagt habe, also toxische Hierarchien in Situationen, wo wir uns dran gewöhnt haben, passt irgendwie ganz, ganz gut daran. Und das gewöhnt haben ist, glaube ich, so der Aspekt, dass das nicht schon viel früher alles irgendwie hochgekocht ist bei anderen, weil ich glaube, dass es bei Rammstein nicht lose ist, losgelöst, sondern nur da vorhanden, sondern dass es, glaube ich, auch anderswo existiert. Vielleicht nicht in dieser Form, aber in anderer Form, was ja genauso schlimm ist. Ich glaube, wir müssen da gar nicht mehr so viel sagen über den Case Rammstein selbst. Ich verlinke euch vielleicht mal ein sehr, sehr gutes Zusammenfassungsvideo für den Case. Das ist zwar in Englisch, aber auch da mal sehr interessant, auch mal die Außenwirkungen zu sehen, weil ich glaube, der Fall Rammstein wird im nicht deutschsprechenden Ausland anders wahrgenommen als in Deutschland selber. Einfach weil da bestimmte Querverbindungen nicht gezogen werden, weil die Leute halt kein Deutsch sprechen. Und ja, also ich denke mal, alle, die das hier hören, sind ein bisschen vertraut mit dem, was da vorgeworfen wird und was da passiert ist. Oder passiert sein soll, besser gesagt. Und was können wir als Würfelphilosophen denn jetzt dazu beitragen? Jonathan hat sofort, als das Thema vorgeschlagen wurde, bei uns im Discord gesagt, ich habe da ganz viel zu sagen. Und der Zeitiger ist derjenige, der es aufgetan hat, das Thema. Vielleicht lasse ich denn erstmal den Zeitiger sprechen, warum ihm das jetzt so wichtig war, nochmal dann darauf einzugehen und was er denkt, was wir jetzt irgendwie da gut besprechen können. Und dann darf der Jonathan loslegen und den Rest des Podcasts gerne. Ja, wir haben ja mehrere Themen meistens am Laufen und ursprünglich war der Aufhänger eher diese komische, obskure Umfrage, jeder dritte Mann schlägt seine Frau, wo dann alle sich drauf geschmissen haben und gesagt, ja, aber diese Studie hat so viele Mängel und Probleme, dass die eigentlich nicht wirklich zu verwerten ist. Aber dann kam plötzlich Rammstein ja die letzten Wochen auch noch zusätzlich um die Ecke, womit wir dann auch da standen, okay. Ist irgendwie artverwandt und wir reden ja immer wieder über das Problem der toxischen Männlichkeit in verschiedenen Couleur, weil das ist halt etwas, mit dem wir uns als Männer halt sehr gut auseinandersetzen können, besonders wenn wir mal ein bisschen den Blickwinkel drehen und feststellen, scheiße, ich sitze mitten wieder in der toxischen Männlichkeitsverhaltensbubble. Ja, es ist, glaube ich, auch ein Thema, worüber Männer auch mal ganz gut sprechen können. Also wir haben ja hier ein notorisches Leck an Femininigkeit. Sagt man das so? Wir haben hier keine Frauen sitzen, verdammt. Ja, siehst du, deswegen bist du Pastor und ich nicht, weil du kannst die Sachen besser ausdrücken als ich. Ich wiederhole gerne meine Aussage. Ihr könnt gerne den Zeitiger loswerden. Ihr müsst nur eine Frau nominieren, die genauso agnostisch in der Welt rumguckt wie ich. Und so gebt gerne meinen Platz auf, damit die Würfelphilosophen endlich zu WürfelphilosophInnen werden. Bewerbt euch bei Zeitiger. Nö, ich habe ja schon immer gesagt, als wir das Projekt gestartet haben, wir sind eigentlich viel zu viele Männer und viel zu wenig weibliche Perspektiven dazu, also gerne her damit.
Ja. Auch, notfalls auch als Gästinnen, wenn ihr euch nicht direkt traut, euch gleich so zu committen. Aber nee, also wie gesagt, es geht ja darum, toxische Männlichkeit und was dann eben mit dem Rammstein-Thema aufkommt, ist eben der Verdacht eben der Ausnutzung von ja, patriarchalen Machtstrukturen, dass man einfach allein durch Nudging durchaus Frauen zu Sachen bewegen kann, wo ja auch Rezo auch sehr schön gesagt hat, wenn du Frauen in irgendeine sehr unangenehme Situation kommst, wo es nicht leicht ist, rauszukommen, dann werden sie sich eher dem ergeben, weil das einfach in dieser patriarchalen Denkstruktur nicht nur in den Männern, sondern auch in Frauen irgendwo verankert ist, wo du sagst, okay, lieber, ich ertrage das jetzt einmal und bin dann raus und schweige dann darüber. Und das ist ja genau passiert, was eben nicht passiert, was jetzt sich gebrochen hat, dass die einfach sagt, okay, viele Frauen. Und das ist ja der Unterschied vom Rammstein-Fall im Vergleich zum Beispiel zum Kachelmann. Beim Kachelmann war es ja nur eine Frau, die ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hat. Und bei Rammstein ist es ja ein anderer Fall, weil da sagen alle Medienhäuser, dass sie haufenweise anonyme Frauen, die können auf jeden Fall nicht auf Fame aus sein, wenn sie anonym sind, das ihnen nahelegen, dass da einfach Strukturen da sind. Und wenn dann plötzlich der Veranstaltungsbauer sagt, ich möchte diese komische Kammer unter der Bühne nicht mehr bauen, und wenn Universal sagt, wir wollen jetzt auch euch nicht mehr promoten, scheint ja mehr dran zu sein, auch wenn das, wie gesagt, alles noch Berichterstattung ist, ist das schon eher erdrückend, ohne damit der Koali kein Problem bekommt mit Anwälten. Also ich habe jetzt mal direkt zwei Rückfragen, ja. Erstens Begriffsklärung für Leute wie mich, die nicht alle neudeutschen Begriffe kennen. Was ist Nudging? Also Nudging ist ja einfach dieses, du setzt einfach bestimmte ja, Verhaltensweisen dahingehend, dass du die Leute einfach irgendwie in eine gewisse Richtung hinbewegst. Du zwingst sie nicht, aber es ist eher unbequem, wenn du zum Beispiel eingesperrt bist in einem Backstage-Raum und da steht ein Security-Mann und du möchtest raus, dann musst du erst den Security-Mann vorbei. Dann ist es einfacher, es über sich ergehen zu lassen, als dann auch noch mit dem Security-Mann zu diskutieren, dann rauszukommen und dann noch vielleicht auch zu warten, und sonst wird das alles unangenehmer. Und das sorgt dafür, dass es scheinbar leichter ist, den Weg zu gehen als den anderen. Das war auch, was Rezo so in seinem, okay, es gibt keinen leichten Ausgang, auch gemeint hatte. Also so eine Art Nötigung. Genau. Aber eben, ohne dass irgendjemand das offiziell Juristigrabel eben ausgesprochen hat. Und dann Okay, tun Leute dann. plötzlich etwas, was sie vielleicht noch nicht getan hätten. Und dann wird das als Konsens dargestellt, weil man nicht Nein gesagt hat. Das ist ja das Wichtigste. In unserer aktuellen Juristerei heißt ja, man muss explizit Nein sagen. Wenn du nicht Nein sagst, sagst du implizit Ja. Und das ist halt das Problem. Man sollte eigentlich ja, das Gesetz sollte ja eigentlich in der Richtung gehen, es ist dann keine sexuelle Nötigung, wenn du Ja vorher gesagt hast. Und dann ist, naja, das ist ein Ja, es ist Themengebiet. immer schwer, Zwischenmenschliches irgendwie in Gesetze fassen zu müssen. Leider ist es so, dass irgendwie denn doch irgendwie nötig ist. Aber die zweite Frage, die ich da hatte, bevor wir uns jetzt wieder in anderen Sachen verlieren, was hat das mit Patriarchat zu tun? Weil du hast das jetzt so selbstverständlich gesagt, das ist eine patriarchale Systemproblematik. Aber weiß nicht, was hat das mit Patriarchat zu tun? Nur weil es da um Mann und Frau geht und der Mann halt da in der ja, Allein. negativeren Position war, wahrgenommen. Nee, die patriarchale Machtstruktur ergibt sich eher aus dieser Situation, dass promiskuiertes Verhalten, also sexuelle Übergriffigkeit bei Männern eher akzeptiert wird und eben auch darüber dann gegebenenfalls auch geschwiegen wird und gesagt, okay, ja, vielleicht macht er das auf deiner Party, ich glaube vielleicht nicht, was der. Ich glaube, der Schlagzeuger war es, der gesagt hat, wir wussten um diese Partys, aber ich glaube, da ist nichts Juristikables passiert. Ja. Jonathan. Ich will das, was du zeitiger gesagt hast, nochmal überspitzen. Es ist sogar so, dass sozusagen Promiskuität bei Männern dank des Patriarchats positiv bewertet wird. Das sind dann, Zitat, geile Hengste. Und Frauen werden dann als Schlampen tituliert, obwohl sie genau dasselbe machen. Und das ist der Teil, der daran Patriarchat heißt. Dass dieselbe Sache bei Männern positiv und bei Frauen negativ gewertet wird. Die einen gelten als erfahren, die Männer, und die anderen als unrein oder benutzt oder so, um jetzt nochmal so ein ganz ekliges Wort in den Raum zu werfen. Das ist der Teil, der Patriarchat dabei ist. Aber darum ging es ja gar nicht in der Situation, oder?
Es wurde gedeckt halt. Also viele haben darüber den Mantel des Schweigens gelegt und das ist halt ein Problem. Also wir sehen das ja auch an den, um jetzt um nicht an Ramschen aufzuhängen, das haben wir ja auch bei den ganzen MeToo-Skandalen in den letzten Jahrzehnten ja auch gesehen. Da wussten viele Bescheid, nur haben sie darüber geschwiegen, weil es Ja, und halt toleriert wird von der Gesellschaft an der Stelle. ja, Ja, und das hat Patriarchats Hintergründe. ja. also Frauen wird nicht geglaubt und es wird Frauen ausgelegt, die würden das ja wollen. Also wenn Frauen feiern gehen mit jemandem, der berühmt ist, dann wird ihnen immer unterstellt, die wollen ja eigentlich mit denen schlafen und wissen doch, worauf sie sich einlassen. Das ist auch so ein sehr populäres Argument in dieser ganzen Geschichte, bei jeder Geschichte, wo ich immer sagen würde, vorsichtig, Jungs. Also nur weil jemand mit mir feiern will, will die Person ja noch nicht auf jeden Fall mit mir schlafen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Männer nehmen sich aber das Recht raus und können das gesellschaftlich an der Rolle anscheinend, sonst würde es, wäre es ja nicht so ein Problem, diesen Schritt immer zu überspringen. Weiterer Punkt Und hinsichtlich patriarchaler Strukturen ist übrigens auch die Tatsache, dass eben Männer auch besser bezahlt werden an der Stelle. Also Rammstein ist ja eine große Nummer. Und wenn du plötzlich auf dem Ast sitzt und an dem Segen wirbelst, von dem du selber dein Geld verdienst, sei es nun die Backstage-Security, sei es das Catering und so weiter, die werden einen Teufel tun, ihr sicheres Einkommen zu gefährden, indem sie die anschwärzen. Das ist ja auch ein Problem. Die Leute werden aufgrund dieser Machtdifferenz nicht darüber reden, wenn es ihre Existenz selber bedroht. Das ist auch ein Problem. ja, aber ich glaube auch, das hat weniger Patriarchatsprobleme als andere organisatorische und, wie gesagt, Machtstrukturen. Also nicht jedes Machtstrukturproblem ist ein Patriarchatsproblem, ne? Also da schwimmt ja sehr viel in einem Brei herum. Ich glaube, das Patriarchatsproblem, was wir hier in der Situation haben, ist eher dieses, der Mann sucht sich Frauen aus für sexuelle Handlungen. Und besonders wird ja hier vorgeworfen, dass eben er hat ja durchaus eine hohe ja, Prestige und viele würden das ja auch wirklich freiwillig tun. Ja. Aber er sucht sich ja explizit eher Unmündige, um da noch mehr das Machtgefälle zu haben. Ja, gut, Wenn ich, das das ist ist ja ja. jetzt nicht, das ist ja die Sache, die nicht bewiesen ist, ob es jetzt Unmündigkeit war oder nicht, ne? Also das Ja, können wir klar. jetzt nicht beurteilen, wir waren nicht dabei. Aber das Spricht ist der Vorwurf, einiges der im Raum dafür, es steht. spricht einiges dafür, anderes spricht dagegen. Wenn es denn so sein sollte, ist es dann natürlich der verstärkende Faktor. Aber selbst wenn ich das herauskürzen sollte, ne, diese Unmündigkeit, selbst ich nehme mal an, die Frauen sind da alle koscher mit, ne? Und sind alle mündig, alle alt genug, alle, ich möchte das, alles Consent, ne? Selbst dann wäre es für mich, glaube ich, hätte das einen ganz, ganz eigenartigen Nachgeschmack, so. Ne? Wo ich gerade sagte, da ist für mich dieses patriarchale Denken drin, diese Art, ich suche mir jetzt aus einer Gruppe, weil ich Macht habe als Mann, suche ich mir jetzt meine Sexgespielinnen aus einer großen Gruppe aus. Ich caste die sogar, ne? Also im Internet würden Leute angeschrieben, ich habe ein System entwickelt, in dem andere für mich Frauen besorgen. Also da ist nichts mehr mit auf Augenhöhe miteinander irgendwas machen. Also da kann es auch dann, ich habe ja eben gesagt, da ist Consent da, aber wie weit reicht denn ein Consent, der auf dieser Ebene praktiziert wird? Also jemand, ich werde ausgesucht und ich sage zu dem Aussuchen ja, okay. Aber das Aussuchen an sich ist ja Eine schon Abwertung. so ein, weiß ich nicht. Oder? Ja, und wie gesagt, die Frage ist halt, überblickt das jemand, der gerade mal 18 ist, überhaupt die Tragweite dessen? Und das stelle ich jetzt mal, ohne den Frauen jetzt zu nahe zu reden, aber wenn ich an mein eigenes, was für dumme Sachen ich mit Anfang 20 noch gemacht habe, nee, und besonders würde ich nicht in der Konstellation mit jemandem, der jenseits der 60 ist, das genauso sehen. Also da trifft einfach auch sehr viel unterschiedliche Lebenswelten aufeinander, die einfach nichts mehr mit Gleichberechtigung an der Stelle zu tun hat. Also gerade in der Konstellation eines Castings, wo du sagst, nee, Genau, das und hat ich glaube, nichts. hier kommt dann dieses patriarchale System zum Tragen, diese Ungleichheit, die in der Ausgangssituation existiert
Und wenn es dieses Patriarchat an sich nicht gäbe, könnte es dieses System zumindest schwieriger geben, glaube ich. Ne? Also, Was ja noch dazu kommt, ist das Spiel mit der Popularität. Also, das kann ja nicht irgendwer machen, sondern das ist ja etwas, was berühmte Leute machen können. Also, weil die ja schon auch eine Anziehung haben. So ist es ja nicht, dass die jetzt den Leuten völlig egal wären. Also, dafür gibt es ja sowas wie Fans und so. Also, die spielen ja auch immer damit. Und ich glaube, was dieses jetzt, also ich muss ja an der Stelle mich mal outen. Ich fand ja, also musikalisch tut mir das weh, dass ich jetzt kein Rammstein mehr höre. Weil ich will diese Band jetzt nicht unterstützen. Ich habe von denen auch kein Album zu Hause stehen. Aber es Gut, gab kommen da kaum noch Leute in Alben irgendwo rumstehen. Lieder, Also wenn du die, noch ein ja, Album ich bin hättest, dann wäre auch es sehr okay, dass du es ungeduldig, weiterhörst, okay? weil davon kriegen sie keinen Cent, aber beim Streaming wird es schwierig. Ja. Also, aber ich denke mir, ich will es nicht unterstützen. So. Ich höre die Musik nicht mehr. Und bei Rammstein war das halt immer so schön, dass man sagen konnte, ja, man trennt ja Künstler und Werk. Und das war ja der Punkt, der bei dem Verlag dazu geführt hat, dieser Film, den es auch gab, wo sich der Künstler selbst über die Trennung zwischen Künstler und Werk lustig gemacht hat und die dadurch ad absurdum geführt hat. Weil er das Buch in diesem Film eingebaut hat, ja. Genau. Und man konnte sich so schön in die Tasche lügen, dass der sich das ja alles nur ausdenkt und das ja nicht macht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt sozusagen mit mehr Distanz und mehr, ich nenne es nicht Wissen jetzt mal, sondern ich nenne es mit mehr Anschuldigungen im Raum, so einen Text nochmal durchlese, dann klingelt ganz viel. Und ich denke mir, oha. So. Und da frage ich mich dann immer mal wieder, ist sozusagen dieses, den Künstler vom Werk zu trennen, ist das nicht eigentlich auch zu bequem? Also macht man sich es da über weite Strecken nicht einfach? Als Mensch, der auch Black Metal hört, oder gehört hat, sehr exzessiv zum Teil, jetzt nicht mehr so. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also die haben auch Kirchen angezündet und Menschen umgebracht und so in den 90ern. Und ich Und die glaube, gerade. Black-Metal-Szene hat auch ein tierisches Problem mit Faschismus und so, Ja, ne? Also völlig, da völlig so. muss man da gar nicht so in die 90er zurückgehen. Nee, das ist ja auch immer noch so. Also, und das bleibt ja ein Problem. Und also man muss sich ja mal fragen, warum bestimmte Szenen so eine Affinität zu bestimmten Dingen haben. Also in der gesamten Rock'n'Roll-Szene, das war ja in den 80ern wahrscheinlich ehrlich gesagt nach heutigen Maßstäben viel krasser, dieses ganze Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ding. Also das ist ja auch eine Form von Männlichkeit, die da produziert und gehypt wird, die eigentlich ganz unangenehm ist. Aber wir müssen auch mal das auch wieder in den Zeitgeist der damaligen Zeit auch verschieben. Und der Zeitgeist der Natürlich. damaligen Zeit war ein anderer. Aber so Na gesehen klar. fällt jetzt, wenn man das mit dem heutigen Zeitgeist drauf guckt, wirkt eben Sex, Drugs und Rock'n'Roll halt völlig aus der Zeit gefallen, weil das halt ein Ding aus den 50er, 60er, 70er war. Ja, klar. Ab da, spätestens ab den 80ern war das dann irgendwo dann langsam eigentlich schon am Absterben, also aus meiner Perspektive. Aber der Punkt hinsichtlich, um nochmal auf das Patriarchat zurückzugehen, das ist ja nicht etwas, was auf der Metal-Szene so gesehen hängen bleibt, weil das Problem ist ja auch dann zum Beispiel, sich darüber lustig zu machen. Ich fand das zum Beispiel sehr unangebracht, als die Ärzte sich darüber lustig gemacht haben, über die Vorwürfe, die gegenüber Rammstein im Raum standen, wo sie dann irgendwie Witze über K.O.-Tropfen gemacht haben, wo ich dann da stehe, nee, das ist etwas, worüber man keine Witze macht. Und das ist etwas, was
viele ältere Männer irgendwie nicht begreifen, dass das nicht lustig ist, auf keiner Ebene. Das ist genauso wenig lustig, wenn wir jetzt plötzlich irgendwie noch Witze über Asiaten gemacht wird von der Partei, wo man da steht, Leute, das war eigentlich schon damals Kacke und heute mit dem veränderten Zeitgeist ist es halt nicht mehr okay. Punkt. Gut, immer über Humor und so lässt sich natürlich Ja, streiten. aber ich fand es Über nicht mehr Kunst lustig. generell lässt sich streiten. Ich bin da ein bisschen in der Ecke von Jonathan. Mir tut das musikalisch auch ein bisschen weh, was da passiert. Ich mochte Rammstein soweit. Die sexualisierten Lieder, die Rammstein gemacht hat, selbst. Es geht ja nochmal ums Lindemann-Projekt, das war nochmal was anderes. Da habe ich von Tag 1, als er sein Solo-Projekt, des ersten Song, konnte ich schon nicht leiden. Also das war auch musikalisch nicht mehr mein Ding. Und lyrisch überhaupt auch nicht. Also das wurde mir dann zu extrem. So, und das mochte ich schon nicht mehr. Aber es gab auch bei Rammstein halt noch irgendwie ein paar Texte, so die sind ja immer so an der Grenze geschwommen, so was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Und dann auch immer darüber hinaus ein bisschen, ne? Aber immer so mit der Zweideutigkeit gespielt und mit dem, oh, das haben sie jetzt aber nicht gesagt und oh, das haben sie jetzt aber nicht gemacht, so, ne? Und dieses Spiel mit dem, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, das hat das für mich immer noch so hörbar oder erlebbar gemacht an dieser Band, ne? Also dieses Reiten auf der Peniskanone ist ja eine totale Überzeichnung zum Beispiel, ne? Das ganze Lied, dass das zuerst auf den Pornoseiten veröffentlicht wurde und so, das ist einfach eine komplette Überzeichnung dieses ganzen Themas. Und das ist so ins Abstruse überzogen, dass man das Lied schon nicht mehr ernst nehmen konnte. So. Und damit haben Rammstein ja immer ihre Sachen ausgeschmückt. So. Und ja, Irgendwo sind sie dann dann war falsch das jetzt, abgebogen. für mich als Hörer eine Ausrede, diese Überzeichnung. Sie zeigt mir, dass es okay ist. Weiß ich nicht. Und ich tue mich da auch immer noch schwer mit, weil einige Sachen natürlich auch noch ganz cool sind, so auch musikalisch cool sind. Und es gehört ja auch mehr als Till Lindemann zu dieser Band. Und was die anderen da gemacht haben, wissen wir auch alle nicht und so, ne? Und generell, was da vorgegangen ist, wissen wir alle noch nicht. Und ja, also Künstler und Werk trennen ist halt immer so eine Sache. R. Kelly hat das sagen, ne? Kannst du noch I Believe I Can Fly? Kann man das noch hören? Kann man Das Michael konnte man Jackson bei uns nie hören? hören. Kann man Michael Jackson hören? Darf man Hogwarts Legacy spielen? Das sind ja immer die gleichen Themen, ne? Also Ja, oder Marilyn Manson zum Beispiel, der ist ja genau in ja. dieselbe Abbiegung falsch abgebogen. Ja. Ja, also ne? Ich glaube, wenn ein, also, es ist schwierig zu, also ich rede mich da vielleicht auch ein bisschen raus mit diesem, ne, irgendwie Künstler und Werk trennen. Ich habe entschieden, ich höre Rammstein weiter, mache ich eh nicht viel, irgendwie ein, zwei Lieder in meiner Playlist oder so, um einfach mal zu testen, was das mit mir macht, weil ich weiß ja, was passiert ist. Und jedes Mal, wenn die Songs in der Playlist kommen, ertappe ich mich dabei, dass ich weiterdrücke. Und das ist Solange ja auch du die eine. ersten 30, unter die 30 Sekunden bleibst, kriegen sie keinen Cent mehr. Mir geht es da gar nicht um das Cent und Ja, Zeug. ja. Also, die kriegen so viel Kohle, also kommt es auf meine 20 Cent auch nicht mehr an. Ja. Also, mir geht es da drum, um zu gucken, was das auch, also, um zu einem eigenen Leib quasi zu erleben, was das mit mir macht. Weil so ein Künstler oder so jemand, der so erfolgreich ist und der so viel auch dein Leben beeinflusst hat, ich glaube, Rammstein hat auch die Jugendzeitalter und auch dieses musikalische Verständnis von vielen mitgeprägt. Auch die musikalische Szene, irgendwie die Metal- und Rock-Szene in Deutschland sehr, sehr mitgeprägt. Also nicht umsonst die erfolgreichste Band deutschsprachig, die im Ausland irgendwie erfolgreich ist. Neben den Scorpions vielleicht noch. Na, die haben auf Englisch gesungen, also. Ja, ja, ja. Das ist halt so, das macht, also ich werde da ja mit reingezogen als Fan. Und viele sagen dann, nee, ich möchte mich da nicht mit reinziehen lassen, ich kappe jetzt alles, ne? Was ja verständlich ist und was auch okay ist. Aber ich glaube, es ist auch eine Sache, da muss jeder für sich gucken, wie weit und was er macht. Weil das ist ein persönliches Ding zwischen mir und der Musik. Und manchmal kommst du auch gar nicht aus. Also mein Bruder war auf dem Rammstein-Konzert in München.
Ja, das aber mit einem sehr großen Bauchweh aus seiner eigenen Ja. Sache hingemacht. Aber er hat auch gesagt, es hat auch keinen Sinn, jetzt die Karte verfallen zu lassen, weil das Geld haben sie so oder so bekommen schon. Es zu verkaufen sorgt nur dafür, dass er zwar sein Geld wieder bekommt, aber die Band weiter ihr Geld behalten hat, weil du kannst diese Karte nicht zurückgeben. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel die Berichterstattung, Fans sind, Konzerte sind bald ausverkauft. Ja, die waren vorher schon ausverkauft. Also die Ja. Demonstranten, die so mutig waren, sich da vorhin zu stellen, das überlege ich mir den höchsten Respekt, weil sie sich in eine sehr unangenehme Situation begeben haben. Aber ob das wirklich Auswirkungen auf Konzertverkäufe hat, möchte ich erst sehen, wenn dann wirklich neue Tickets und neue Konzerttouren verkauft werden. Und ich glaube, die werden jetzt erstmal Gras über die Sache wachsen lassen wollen, um einfach da auch sich gar nicht in die Situation zu begeben, da angreifbar zu sein, dass das eventuell doch Auswirkungen haben könnte. Das ist ja der nächste Punkt. Die verdienen ja so wahnsinnig. Die Band ist ja eine GbR, also ein bestimmtes Wirtschaftskonstrukt, dass sie alle mit ihrem Privatvermögen da drin hängen. Die verdienen ja so viel Geld. Was ist als erstes nach den Anschuldigungen passiert? Die Plattenverkäufe sind nach oben gegangen, nicht nach unten. Die Plattenverkäufe sind nach oben gegangen, die haben dadurch noch mehr Geld verdient. Und das ist ja eine Band, die brauchen ja, also um einen normalen Lebensstandard zu halten, wie unser einer ihn hat, brauchen die ja keinen Tag mehr im Leben arbeiten oder auf Tour gehen oder so. Also, die haben ja eigentlich ausgesorgt. Die könnten jetzt auch sagen, so, bei den Anschuldigungen, wir wollen nicht mehr, wir lösen uns auf, puff. Und es wäre wirtschaftlich unerheblich. Die GbR würde weiter bestehen, die würden weiter von dem Verkauf, also von den Platten, die sie verkaufen, Geld kriegen und so. Das finde ich halt, also für mich waren zwei Punkte so krass, die diese systemische Dimension so hervorgehoben haben. Das war das eine Mal dieser Veranstalter, der sagt, wo jeder wusste, dass dieser Raum unter der Bühne Sackbox genannt wird und keiner sich weigert, das Ding aufzubauen. Das war das Erste. Und das andere, wo der Schlagzeuger dann sagt, ja, er hat sich von uns entfernt. Wir wussten auch nicht so genau, was er da macht, aber hat uns eigentlich, also die Aussage ist, es hat uns eigentlich auch nicht interessiert. So. Und Oder, also das, also aus diesem Statement von dem Schlagzeuger kann ich auch nochmal verlinken, wenn ich es irgendwie als vernünftigen Link finde. Könnt ihr mir auch mal bei helfen. Da kann man, die ist ja so kurz, da kann man ja vieles reinlesen. Ne? Also du sagst jetzt irgendwie, das ist mir egal, was da passiert ist. Es kann genauso gut sein, und aus der Historie der Band, was man so mitkriegt aus Interviews und aus Dokumentationen und so, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht ein ist mir egal ist, sondern es ein ich vertraue, wenn der mir sagt, da ist alles in Ordnung. genau, und das ist ja genauso eklig. Also, das ist ja genau so ein Hierarchiemoment, wo es toxisch wird. Genau, die Boys Wo Clubs. der sozusagen sich aus einem vielleicht gerechtfertigten, vielleicht nicht gerechtfertigten Vertrauen sozusagen Dinge erlauben kann oder also. Das ist doch das Problem. Und was zum Thema, also Unschuldsvermutung, das brüllen ja immer die Leute in den Kommentaren, wenn was Neues rauskommt. Dann stehen da immer Legionen von Rammstein-Fans, die sagen, Unschuldsvermutung, Unschuldsvermutung. Das heißt nicht, dass der nichts gemacht hat oder dass nicht ermittelt werden darf, sondern das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Und das heißt es, ja, sozusagen bei sexualen Gewaltdelikten ganz, ganz, ganz häufig. Denn die, die es betrifft, werden sehr selten verurteilt. Also die Rate derer, die Anschuldigungen bekommen haben und die tatsächlich dafür verurteilt worden sind, die Listen gehen kilometerweit auseinander. Und die Unschuldsvermutung ist erstmal ein rechtlicher Begriff, der nichts darüber sagt, wie moralisch, ethisch verwerflich das ist, die nichts über, was hat er tatsächlich gemacht, sagt, sondern nur, was kann zweifelsfrei oder im Rahmen des Möglichen bewiesen werden.
Genau. Und das Das ist genau das ist Problem, ja. was ja zum Beispiel in dem Polizeiakten passiert ist, wo ja der Shelby so gesehen die Polizei, ich glaube Lettland oder Litauen, auf jeden Fall irgendwas Außereuropäisches, dass die Polizei das Verfahren eingestellt hat. Weil das Problem ist einfach, es gibt nur diese Aussage und das ist schon Ewigkeiten her und diese Hämatome, die da gesehen worden sind, kann auch durch Eigenverschulden passiert sein. Dass die Eigenverschuldung vielleicht unter bewusster oder also selbstverursachter oder fremdverursachte Drogeneinwirkungen rauskommen kann, das ist nicht mehr nachweisbar, nachdem die K.O.-Tropfen nach 20 Stunden, nach 12 Stunden ja schon wieder weg sind aus dem Blut. Und dann hast du halt eben das Problem, du kannst es nicht mehr beweisen. Ich möchte noch mal ein Stück zurückgehen, weil ich das gerade interessant finde, gerade für uns als Philosophen, die wir diskutieren, weniger über diesen Case irgendwie was zu sagen, sondern über das, was Jonathan gerade auf mich erwidert hat und wo, das konntet ihr jetzt nicht sehen, weil wir haben ja kein Bild, Zeitiger ordentlich genickt hat und wo ich Bauchschmerzen ein bisschen bekomme. Ist bei der, also ich weiß auch nicht, ob ihr das so gemeint habt, deswegen frage ich nochmal nach. Mir ging es ja um diesen Vertrauensvorschuss. Ne? Also ich habe das so interpretiert, diese Aussage von Herrn Schneider, dass er vertraut hat auf das Wort, wenn dann da gesagt wird, hier passiert nichts Schlimmes, nichts, wie war der Ausdruck, Justiziables oder so, ne? Ich möchte, dass die eine gute Zeit haben, die Leute, die mit uns sind. So. Und ich verstehe den Herrn Schneider so, dass er sagt irgendwie, wenn der das sagt, dann vertraue ich ihm. So. Und Jonathan hat gerade gesagt, ja, da fängt das ist da schon das Toxische. Das ermöglicht das System. Und das System ist in diesem Fall Vertrauen. Ne? Und ich wehre mich da ein bisschen gegen Vertrauen als toxisch wahrzunehmen. Ja, nur ist das Problem in dem Fall eben die Sache, dass eben diese jungen oder Männerklüngelgeschichten halt eben dafür sorgen, dass man so eine Art, ja, Gesellschaft, eine geschlossene bildet und sich nach außen abstimmt und sich gegenseitig den Rücken frei hält. Das ist Ja, vom Prinzip der stopp. Menschlichkeit, das ist ja völlig okay. Aber das Problem Stopp, ist also halt, wenn, ja. man darf halt zwei Sachen nicht miteinander in einen Hut schmeißen. Also es gibt bestimmt auch, so wie du es nennst, Männerklüngel, darunter verstehe ich jetzt, alle wissen genau, was da passiert und wir schweigen, weil wir wollen unseren Freund schützen. Das verstehe ich unter Männerklüngel. Und das, was ich sage, ist aber was anderes. Das, was ich sage, ist, das ist mein Freund und wenn der mir gegenüber sagt, da ist nichts und ich weiß, dann habe ich keinen Anlass zu kontrollieren, ob da was nicht in Ordnung ist. Jonathan. Ja. Also als jemand, der nun bei Kirche arbeitet, tue ich mich damit tatsächlich wahnsinnig schwer mit solchen Vertrauensaussagen. Egal, ob die jetzt von Freundinnen, von Rockstars kommen, auch in der, und da ist es völlig egal, auch in der evangelischen Kirche. Ich will jetzt gar nicht sozusagen auf die andere Konfession einhaken. Bei uns geht es auch. Da kommen auch bei Missbrauchsfällen. Da kommt dann ans Licht und dann wird irgendwie klar, dieser eine total charismatische Typ, der die Jugend immer so geil motiviert hat und so, der hat irgendwie Menschen missbraucht. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, der hatte schon immer viele Frauen, aber ich dachte, die wären älter. Ich dachte, da wäre nichts bei. Und der hat auch immer gesagt, das ist in Ordnung. Solche Dinge wie, na, also gerade, weil Popularität auch immer eine Vertrauenswürdigkeit suggeriert. Ob nun bei Rockstars, bei denen das ja dazu gehört, dass die so mit Frauen flirten, aber die machen ja nichts Schlimmes, oder bei Pastoren, deren Hauptwährung ja Vertrauen, Vertraulichkeit, Seelsorge, Verschwiegenheit ist, bei denen geht man immer davon aus, die wollen den Menschen das Beste. Und da wird gesagt, ja, dem Herrn Pfarrer, dem vertrauen wir schon, wenn der sagt und so. Und es ist brutalst ausgenutzt worden. Ich finde das tatsächlich, ich finde das auch eine Gratwanderung, weil Vertrauen ist eine wichtige Sache. Ist ja auch für mich selbst. Habe ja auch eine berufliche Schweigepflicht und so. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Aber es ist so, so, so viel schiefgelaufen an diesem Punkt. Ich glaube, dass ja, also die katholische Kirche, da sind wir auch beim Thema toxische Hierarchien. Weil da immer Männer entscheiden, was Männer tun und lassen und
wie die damit sozusagen dafür sanktioniert werden. Das ist ja komplett toxisch. Da kommt ja, also in der Frage, ob was mit einem katholischen Priester passiert, der eine Verfehlung begangen hat. Da kommt ja die Frau oder kommen ja nicht männliche Stimmen gar nicht vor im Verfahren. Es ist nicht vorgesehen. Und das kann einfach nicht gut sein. Das führt Das uns jetzt kann einfach nur schiefgehen. führt ein bisschen weg vom Thema, glaube ich, wenn wir jetzt noch über die katholische Kirche noch reden, Ich weil das weiß, nicht, ich war nur weil das. sozusagen, der Einwurf war toxische Hierarchien. Ja, Ich wollte genau. sagen, ich finde kirchliche Hierarchien bisweilen auch toxisch. Ja, also Und ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied, weil es, ja, also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, bei der Kirche, der Casus Knactus im System halt drin steckt. Und ich glaube aber, eine Freundschaft gegen ein hierarchisches Kirchensystem zu vergleichen, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, ne, was das Vertrauen angeht. Für mich ist das, was du sagst, ich kann das nachvollziehen. Das, wo ich nicht mehr mitgehe, ist, glaube ich, also ich habe euch so verstanden, also dich jetzt, Jonathan, Zeitiger nickt immer, nur das nochmal für die Leute, die zuhören, klar ist, dass Vertrauenssystem an sich ist für mich nicht, auch ne, in dieser Situation, in der die Frau gesagt, also gerade auch hier nicht, ne? Also wenn ich es jetzt mal sage, ich wäre jetzt ein totales Arschloch, ja, und ich würde unglaublich schlimme Dinge tun und meine Frau hätte das nicht mitbekommen und ich sage, also vielleicht hätte sie eine Ahnung gehabt und hat mich mal gefragt und ich habe dann gesagt, alles in Ordnung und habe damit ihr Vertrauen halt zerstört, benutzt, in den Dreck gezogen, aber das ist dann mein Problem, mein Fehler und mein Verfehlen und nicht das Verfehlen meiner Frau und auch nicht das Verfehlen des Systems Vertrauen in einer Ehe. Also, ne, das sind wichtige Dinge, die, glaube ich, nicht in einen Topf geschmissen werden dürfen, weil sonst kann man nämlich nicht, sonst ist Vertrauen null Wert mehr in der Gesellschaft. Und ich glaube, es braucht Vertrauen. Und ich glaube aber auch, dass Ausnutzen von Vertrauen viel stärker sanktioniert werden sollte, als es das ist in unserer Gesellschaft. Ne? Also wenn dann mal ein Fehler aufgedeckt wird und es auf sowas zurückzuführen ist, was jetzt im Casa Rammstein vielleicht ja auch der Fall sein könnte, dann müsste das gesellschaftlich und auch im Circle der Freundschaft, und ich lese inzwischen den Zeilen heraus, da ist schon einiges kaputt. Ja? Allein diese Aussage über die Entfernung, Entfremdung und so weiter, das ist ja ein Indiz darauf. Und dass bis dahin jetzt das Vertrauen da ist, heißt ja noch lange nicht, dass dieses Vertrauen jetzt nicht hinterfragt wird an der Stelle. Und das würde Genau. ich mir jetzt sehr von den Bandmitgliedern wünschen, dass sie jetzt genauer hinschauen, was Und da das abgeht. Schlimme daran ist ja, wenn Vertrauen dann einmal zerstört worden ist oder einmal so ausgenutzt wurde, hat man ja nicht nur die Tat begangen, die schlimm genug ist, sondern man hat auch noch das Systemvertrauen zerstört. Deswegen gibt es ja auch, ne, die Schweigepflicht der Pastoren. Mir, die ich jetzt im Prädikantenkurs war, ich jetzt auch als Seelsorger arbeiten darf, uns wurde das definitiv ganz, ganz dezidiert so eingetrichtert, mehrmals. Ihr habt auch eine Schweigepflicht. Und wenn ihr die brecht, wenn ihr das Vertrauen in diese Schweigepflicht brecht, dann brecht ihr das System und dann funktioniert alles nicht mehr. Und das müsste, glaube ich, viel stärker sanktioniert werden, nämlich wenn einer das System kaputt macht, wenn einer da den Fehler macht und da das Böse ist, das muss, also das ist die Hauptstrafe, also neben der eigentlichen Tat noch mal eine eigene separierte Hauptstrafe wert für mich. Ja, aber das Problem ist ja auch an der Stelle, um nochmal trotzdem noch auf die katholische Kirche zurückzugehen, wenn man an der falschen Stelle dann schweigt und dann sagt, wir machen alles besser jetzt und wir machen eine Untersuchung und dann kommt nochmal raus, ihr habt wieder nicht die Wahrheit gesagt und wieder nicht die Wahrheit gesagt, dann muss man sich über aktuelle Nachrichtenbeiträge, wo es heißt, ich glaube 500.000 stand jetzt im Raum, haben jetzt die katholische Kirche verlassen, habe ich irgendwo gelesen. Da muss man sich über diese Quittung auch nicht wundern. Und Ja, das ist es selbst. nämlich. Genau, genau das ist es nämlich auch. Ne? Aber ich glaube auch, dass hier
Also hier ist das Vertrauen der Gläubigen in die katholische Kirche halt angeknackst und mittlerweile auch in die evangelische Kirche ist auch kein total koscheres Ding. Die haben auch ihren Dreck am Stecken. Nicht so krass wie die katholische Kirche, aber da ist auch Dreck am Stecken und das muss auch auf und wird auch aufgearbeitet. Aber das sind nochmal unterschiedliche Sachen, weil du sagst es zu rechtzeitiger, ne? Dann lügt der eine für den anderen. Und das ist was anderes. Ne? Also hier. Wenn, ne, das ist der Klüngel. Und das ist nochmal was anderes Verwerfliches. Da macht man auch ein System mit kaputt. Aber das ist nicht irgendwie in dem Schneider-Fall. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, also ich Sagen wir so, ich unschuldig. glaube, er läuft, wir laufen hier gerade über die Messerschneide gerade entlang, weil wir Ja. wissen es nicht genau. Aber ich würde an der Stelle trotzdem sagen, allein was da im Hintergrund eigentlich schon angeblich bestellt gewesen sein. Und die Backstage-Leute sagen, es gibt Leute, die vom Backstage-Bereich anonym sowohl verschiedene Nachrichtenorganisationen gesagt haben, wie gesagt, der Name der Box unter der Bühne und so weiter, das kommt doch nicht von ungefähr. Und dass die Bandmitglieder nicht mitbekommen haben und dann nicht hinterfragt haben, das würde ich ihnen trotzdem in gewissem Grade anlasten, dass sie da, wenn Ja. das wirklich der Wahrheit entspricht, um jetzt hier nochmal Juristirabel das rauszunehmen, dann werden wir das entsprechend ja hoffentlich dann rausfinden, wenn die Staatsanwaltschaft in Berlin das Ganze hoffentlich genauer unter die Lupe nimmt. Ja, und hier kommt halt das zweite, also da sind ja mehrere Leute involviert, ne? Und auch Leute, die nicht in einem freundschaftlichen Wandel waren, die da dieses Vertrauen gar nicht haben, sondern vielleicht eher auf so einer Work-Ebene sind. Und ich bin ja auch nicht dafür, dass man Vertrauen einfach so raushaut wie Fuffis im Club. Ja? Einfach so durch die Straße gehen. Ne? Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Also Vertrauen hat ja auch immer eine Grundlage. Ne? Deswegen sagte ich ja Freundschaft oder halt ne, im Falle von Jonathan, dass es dann eine rechtliche Grundlage hat, dass ich dem Pastor vertrauen kann, weil ne, der hat eine Schweigepflicht oder sowas. Ne? Irgendwo, man muss sich Vertrauen halt schon verdienen. Ne? Ehe, ne? Das gemeinsame Zusammenleben. Jemand, der auf einer Work-Ebene ist. Und hier kommt dann wahrscheinlich das Toxische dann wieder rein. Ne? Die Hierarchie, die dieses System so gemacht hat, dass es nicht durchlässig geworden ist, weil ich weiß, dass da diese Sackbox ist. Ich arbeite für den, der die in Auftrag gegeben hat und der die benutzt. Aber wenn ich jetzt was sage, habe ich keinen Job mehr. Ne? Das ist eher so auch. Und besonders haben die meistens auch dann so die Macht, dass die Leute sich untereinander kennen und dafür sorgen, dass du dann auch nirgendwo anders eine Anstellung kriegst, weil Ja, es entsprechend genau. rumspricht. Dass du nicht schweigst, was Sex, Drugs und Rock'n'Roll auf diesen Konzertbühnen betrifft. Und das ist ja etwas, was lange gebraucht hat beim MeToo-Skandal in der Musik, in der Filmindustrie und wo wir auch mal noch dastehen. Also es gibt ja auch diverse ähnliche Anschuldigungen oder anders gelagerte Anschuldigungen in Richtung Til Schweiger. Wo man da steht, okay, vielleicht hat der Mann ein Alkoholproblem, wir wissen es nicht genau und ist entsprechend herrisch. Ich habe letztens nochmal, um die systemische Dimension und das Patriarchat da nochmal reinzukriegen. Wir kriegen im Abstand von teilweise am Anfang waren es Monate, jetzt sind es eher so Jahre, immer wieder eine neue Branche, wo irgendein MeToo-Moment dann publik wird. Und dann heißt es jetzt MeToo auch beim Sport und so. Das heißt, das eigentliche Problem, also, sozusagen. Es ist immer da, wo Männer in Hierarchien sitzen, kommt es zu sowas. Da kommt es zu sexueller Ausbeutung, zu sexueller Gewalt und zum Vertuschen von dem Ganzen. Und das ist das eigentlich Furchtbare. Das muss eigentlich nicht heißen, jetzt auch im Sport, sondern jetzt auch aufgedeckt im Sport, weil das ist eigentlich Richtig. korrekter, weil es hat schon immer Genau. stattgefunden, wahrscheinlich. Genau. Und Und es ist ein, ich glaube, da hast du einen Deckel, also ein Fass aufgemacht, glaube ich, das ganz wichtig ist auch. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist nicht der Sport, es ist nicht die Kirche, es ist nicht der Schrebergartenverein, nein. es ist das System. Richtig. Es Ne? ist das System, wo Männer Hierarchien ausnutzen und sich sexuelle Gefälligkeiten, also sexuelle Handlungen einfordern, um Frauen bestimmte Positionen zuzuweisen. So.
sei es jetzt Bevorzugung beim Training, eine bestimmte Filmrolle oder keine Ahnung was. Und es sei mir noch sozusagen ein Satz zur katholischen Kirche gestattet. Ich glaube, da gibt es strukturelle Dinge, die das befeuern, aber die sind nicht die einzigen, die waren auch nicht die ersten. Sie waren nur die ersten, bei denen es aufgeflogen ist. Also die ersten oder beziehungsweise die ersten waren auch die Reformpädagogen. Also diese ganzen 68er Odenwaldschule und so Kram. Das ist ja zeitgleich mit dem Canisius-Kolleg 2011 gewesen. Das war so am Anfang meines Vikariats. Wir sind dann sehr schnell, sehr deutlich geimpft worden, was Grenzen gegenüber Konfirmandinnen und Jugendlichen angeht. Sehr, sehr schnell haben die das implementiert und war das ganz wichtig, weil wir da auch unsicher wurden und sozusagen uns auch ein bisschen, also wir wollten ja nicht unter Verdacht stehen. Die Erfahrung zeigt aber, dass Menschen, die sozusagen dieses System aufbrechen möchten, als Nestbeschmutzer oder Karrierist also bei Männern sind dann Nestbeschmutzer und Frauen wird immer gesagt, die machen das nur für die Karriere. Und beide Argumente sind sowas von schwachsinnig und beschissen, um es jetzt mal ganz, ganz deutlich zu sagen, Ja. das finde ich halt echt schwierig. Und So. da schließt sich ja der Kreis wieder zurück zur Rammstein-Band, ne? Irgendwie, dass da einige Fans ihre Fanbrille nicht abnehmen können und einfach einen Tatbestand, der vielleicht existiert, nicht erstmal ernst nehmen können, ohne da was getüncht zu haben, ne? Denn, jetzt kommen wir nochmal zu diesem großen Wort Unschuldsvermutung. Die gilt ja nicht nur für Lindemann, sondern die gilt ja auch für die Frauen, die über ihn sprechen. Ja. Sonst würde man denen ja immer unterstellen, sie würden lügen. Und das ist strafrechtlich, Unschuldsvermutungsstrafrechtsbegriff, genauso falsch. Und dazu So. haben sie sich deutlich mehr einer Juristizität ausgeliefert. Viele haben ja eidesstattlich anonym gegenüber den JournalistInnen entsprechend das geäußert. Also die haben wesentlich mehr zu verlieren als Till Lindemann mit seinen Staranwälten an der Stelle gerade. Ja, weiß nicht, ob da mehr oder keine Ahnung, was da auf Also dem die Spiel haben, es steht, gehen ne? sie ein Also größeres Risiko ein, weil ich gehe doch nicht freiwillig ein, dass ich ein Meineid hier wissentlich eingehe. ja, okay, an Also. der Stelle ist es zumindest nicht risikolos, ne? Ja. Also, ja, ob da jetzt irgendwie was Riesiges auf dem Spiel steht, sei jetzt mal dahingestellt, das mag jetzt für individuelle Leute so oder so sein. Aber das ändert ja auch nichts an der ursprünglichen Tatsache, ne? Dass da halt mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Was macht Und man an der Stelle jetzt? Weil der Punkt ist ja auch, ich habe mir dann sehr genau angeschaut, was hat dann München verlangt von denen, dass sie die Row Zero auflösen, dass dann irgendwelche Leute rumlaufen sollten, die den Leuten auf die Finger schauen. Ja, die Row Zero haben sie von sich aus aufgelöst und die Sache mit einem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin auf den Konzerten. Ich glaube, das ist nicht passiert und das ist auch etwas, wo ich dann dastehe, wenn sie mit so gesehen unschuldig sind, dann verstehe ich nicht, warum sie dann nicht erlauben, dass die jeweiligen Veranstaltungsorte dann eine unabhängige Person dann auf diese Backstage-Partys im Hintergrund laufen lassen, um einfach zu kontrollieren. Wenn sie, aber die haben wahrscheinlich noch andere Sachen, nämlich wir hatten ja zum Beispiel im Rahmen dieser ersten Anwaltsschreiben wurde ja explizit nur auf die K.O.-Tropfen und auf die sexuelle Übergriffigkeit referenziert. Hinsichtlich der Anschuldigung, dass da illegale Drogen konsumiert werden, ist man nicht eingegangen, was so ja implizit heißt, das haben sie eingeräumt. Und dem Möglich. nicht kontrollieren der Ja, und Volljährigkeit und ja. genau. Und das wäre eben so eine Sache, wenn Sie wirklich sagen, Sie wollen das ja aufarbeiten, dann würde ich mir wünschen, dass Sie dann unmittelbar gesagt haben, okay, wir beauftragen jemanden Unabhängigen, der hier von uns nicht kontrolliert werden kann, der hier auf den Konzerten jetzt einfach aufpasst und unangekündigt überall rein darf. Dann wäre unmittelbar klar, wenn diese Person, oder lieber mehrere Personen, weil wir wissen ja, eine Person ist leicht zu bestechen, aber wenn du einen ganzen Klüngel zu bezahlen hast, wird es schwieriger. Aber auf jeden Fall, dass da einfach es möglich gemacht wird, das zu kontrollieren, weil aktuell ist es einfach eine Das ist Blackbox. das Ganze nennt sich Prävention, ne? Ganz Genau, einfach. Also das ist genau. auch der Prozess, den ich gerade in meinem Beruf halt auch öfters mal mit immer durchmachen muss. Und da ist es halt auch,
Habe immer Räumlichkeiten mit großen Fenstern, habe immer unabgeschlossene Türen, habe, wenn möglich, immer mehrere Personen dabei, die sehen, was du tust. Also solche Sachen, das sind, glaube ich, auch Forderungen, die dann leider aufgrund des Missbrauchs, der da vielleicht passiert ist, jetzt an der Tagesordnung sind. Ne? Ihr könnt gerne Partys feiern, ihr könnt auch gerne, keine Ahnung, was da machen, aber es muss sich im rechtlichen Rahmen be bewegen und damit das klargestellt ist, müssen halt bestimmte Gegebenheiten sein. Ne? Das muss öffentlich sein, das darf nicht abgeschlossen sein. Die Leute müssen da, wenn sie wollen, sofort raus können. Ne? Aber, ja. Genau, das wäre, was ich mir auf jeden Fall wünsche, weil sonst werden sie das Geschmäckle an der Stelle nicht mehr los. Und das ist der einzige Weg, wie sie da rauskommen. Aber wenn sie effektiv das nicht machen, dann bleibt das im Raum und zwar für immer. Und das wollen sie ja selber nicht, hoffe ich Auch und jedenfalls. auch für andere, ne? Ja, das sollte ein Mindeststandard, ein Maßstab sein, den sich eigentlich, wenn ich besonders gucke, wie viel Macht ja die ganzen Konzertveranstalter ja haben. Also, ich weiß nicht, wie weit ihr die Böhmermann-Sendung gesehen habt. Die sind ja durchaus mächtig an der Stelle. Und wenn man auch guckt, wie sie aktuell das Ticket-Pricing ja nach oben treiben und so weiter, dann würde ich mir wünschen, dass sie mit dem vielen Geld, was sie dann zusätzlich einstreichen, neben der Tatsache, dass sie auch weil sie Konzerte leer stehen lassen, aber das ist ein anderes Thema, dass sie dafür mit diesem Geld eben die Sicherheitsstandards hochhalten. Weil das wäre dem Zeitgeist angemessen. Und das ist ja auch das, was sie eigentlich ja auch, ne, wenn man das Statement auch mal weiterliest von dem Herrn Schneider, was sie ja eigentlich auch wollen, angeblich, ne? Also wir wollen, dass da eine gute Zeit ist und wir wollen, dass die sich sicher fühlen bei uns. So. Aber Und er stellt eben nicht die notwendigen Maßnahmen dazu in den Raum. Das ist leider das, was an der Stelle zu kurz kommt. genau, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Sache deckt jetzt erst auf, dass das eine nötige Maßnahme wäre. Aber dann kann man natürlich auch wieder zurückfragen, Leute, habt ihr euch überhaupt mal damit befasst, mit eurer eigenen Situation, ne, mit nötigen Sachen? Oder habt ihr mal gesagt, das ist halt immer so gewesen, das passiert so? Und das ist ja wieder das System, ne? Es war immer so und wir können uns das erlauben und es kommt eh keiner und klappt schon irgendwie. So, und das ist ja das toxische Systemding, was wir ja auch kritisieren und was auch so stark kritisiert wird, ne? Das finde ich ja spannend, dass ja jede Kirchengemeinde in Deutschland und jede Einrichtung braucht so ein Schutzkonzept vor sexueller Gewalt. Jede öffentliche Einrichtung. Ich weiß nicht, ob das inzwischen bei Sportvereinen auch ist und so. Ja, zumindest in dem Bereich, also ja nur nicht mehr im Promillebereich aktiv. Aber da sind die Kirche, ist die evangelische Kirche ja auch sehr vorreitermäßig unterwegs, die gesagt haben, das muss bis dann und dann für jede Einrichtung öffentlich nachlesbar sein. Da muss irgendwo ein Zettel hängen mit unser Konzept ist das. Und wenn dir das passiert, kannst du dahin und dahin und dahin gehen. Und damit dir das nicht passiert, machen wir Folgendes. So. Und Darüber es sollte ich wird übrigens ja. mehr reden. Also ich habe bis jetzt wusste ich das zum Beispiel gerade nicht, aber ich bin auch nicht so in der evangelischen Kirche verwurzelt. Aber das sollte man öfter nach draußen tragen, an dem war ich positiv. Ja, also das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn du das nach außen trägst, dann machst du das Fass wieder auf. Ne? Und das ist halt Aber das ist das ja ähnlich nächste wie eine. Problem, die Aber ich könnte Tabuisierung genauso von sagen, Problemen. Ne? dass überall ein Brandschutzwegplakat hängt. Das sind übrigens die Ausgänge, wenn es hier brennt. Das heißt ja nicht impliziert, dass es hier brennt. Also, das ist ja Genau. eine komische Argumentationslinie, aber ja. Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Also ich arbeite auch irgendwie sehr, sehr oft an dieser Thematik, einfach weil es in meinen Arbeitsbereich fällt. Und kann sagen, dass sich da sehr viel Gedanken gemacht wird und auch sehr viel auch in der Realität, aber auch schwierig ist. Eben auch gegen dieses System des, ja, das kann man, wir haben das ja immer so gemacht und dann müssen wir das jetzt auch so weitermachen. Also nicht, dass da irgendwas passiert, so, aber dass man dann versucht, halt Strukturen zu schaffen, die aktiv verhindern, dass irgendwas passieren könnte. Ne? Das ist ja immer so ein Vorsichtsding. Ne? Und dann kommen immer Leute hin, die sagen so, ach, das ist mir zu viel. Ja, und bei Ne? manchen Dingen kommt man auch an Schwierigkeiten. Also ganz schon immer als Schutzkonzept gab es Jungs ins Jungzimmer, Mädchen ins Ja, ist ein Mädchenzimmer. ganz einfach, genau, ja. Ja, Klappt aber genau. auch nicht Aber mehr was machst du denn heutzutage. jetzt mit dem, was mache ich sozusagen mit dem Konfi, der trans ist? Was mache ich mit dem?
Der fühlt sich, für den ist das Jungenzimmer kein Safe Space, aber ins Mädchenzimmer, wo er seinem Empfinden nach reingehört, darf er nicht rein, weil er von den primären Geschlechtsorganen dem männlichen Geschlecht zugeordnet wird. Und andersrum wäre es genauso. Und oder wenn die BetreuerInnen nicht heterosexuell sind. Wieso darf denn wäre ich schwul, würde es für mich viel mehr Sinn machen, ich würde in das Mädchenzimmer gehen, weil da bin ich keine Gefahr, als im Jungenzimmer. So, also es gibt inzwischen Dinge und Gegebenheiten, die diese sehr, eigentlich sozusagen sehr einleuchtenden Mechanismen und völlig unterlaufen. Und wo sozusagen die eigentlich todsicher geglaubten Maßnahmen der Komplexität, der jetzt zum Beispiel geschlechtlichen Identitäten nicht mehr gerecht werden. Und es war schon immer Und so, es wurde noch nie in Frage gestellt, weil genau. Homosexualität gab es ja vorher schon. Also es wird jetzt Genau. nur, schiebt sich nur ins Bewusstsein, dass die Welt halt nicht so einfach ist, wie sie erstmal scheint. Ja, und dann Genau. deswegen muss ja auch dran gearbeitet werden, ne? Und deswegen arbeiten da auch Leute dran. Und Genau. das ist, kann man ja auch wirklich mal nach außen tragen. Ich finde, da hat der Zeitiger schon einen Punkt, ne? Ja, das ist ein ganz großes Arbeitsfeld und da sind Leute halt involviert, die da viel Zeit und Muße reinstecken gerade. Ja, Genau. und wie gesagt, der Vergleich mit den Rettungswegen, wenn es verbrennt, ist wirklich der passende, weil darum geht es ja. Jede Firma größerer Art muss dir den Fluch, muss eine Schulung machen, wie flüchte ich aus diesem Gebäude, falls es mal brennt. Und ich bekomme dann die Aussage, die Chance, dass es hier brennt, ist 99,99% nicht vorhanden. Aber wir werden es trotzdem jetzt machen, weil wenn dann plötzlich dieses eine Problem mal auftritt, dann sind wir trotzdem safe. Das nennt sich halt wirklich irgendwie vorbereitet sein oder halt Risiken minimieren. Ne? Wenn ich die Leute instruiere, wie sie sich verhalten sollen im Brandfall, dann habe ich das Risiko schon mal ausgeschlossen, dass da irgendeiner durch die Gegend läuft und nicht weiß, was er tun soll. So. Also kann immer noch passieren, aber Ja, das Risiko wird minimiert. Ne? genau. Ist halt genauso wie nicht, keine Ahnung, ich bin in einer Gruppe und wir wollen zusammen grillen. Ja, keine Ahnung, mache ich das am offenen Feuer oder mache ich das auf dem Elektrogrill? Wenn ich weniger Risiko haben möchte, mache ich das auf dem Elektrogrill und nicht mit Feuer. Ne? Also gibt dann, ne, meistens macht man es dann doch irgendwie mit Feuer, weil man sagt, okay, das Risiko gehe ich ein. So, aber das ist dann halt auch dann wissen auch alle, worauf sie sich einlassen. Ne? Wobei man das, ist ja jetzt auch schon wieder, dieser Satz ist ja auch schon wieder dieses. Sie wissen ja, man weiß ja, worauf man sich einlässt, ne? Ist ja auch gefallen, ne? Also in dem Sinne Ei, sollte es jetzt nicht verstanden werden. nee, aber wie gesagt, der Punkt ist, um Vertrauen und Sicherheit innerhalb unserer jetzt vorhandenen Strukturen herzustellen, hilft nichts anderes als Transparenz und klarmachen, wie der Prozess ist, falls jemand sich dem nicht entsprechend verhält. Und Ja. das brauchen wir. Und das schließt schön in den Kreis, Zeitiger. Danke nochmal für diesen Satz. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen darf auch passieren, aber nicht grundlos. Und ich hab auch letztens einen Podcast gehört zur Toxic Church. Da gibt es ja irgendwie so Freikirchen, die so ein bisschen so toxische Strukturen entwickelt haben, wo es jetzt auch irgendwie alles auffliegt und so. Sich ja Leute bereichert haben und so sklavenähnliche Zustände irgendwo passiert sind und so. Nur weil die Freikirchen noch nicht so viel Dreck am Stecken haben wie die Katholen, liegt das eher daran, dass es sie noch nicht so lange gibt und nicht so groß Mir sind. ging es ja jetzt gar nicht darum, dass es eine Freikirche ist oder sonst irgendwie, könnte auch, Ja, keine Ahnung, ein Fußballverein sein oder so. Es geht einfach nur darum, dass die Struktur auch da wieder war. Ich vertraue demjenigen, der über dir steht. Weil der steht über dir. Das ist die Begründung. Der steht über dir, deswegen vertraue dem. Und warum? Ja, weil er über dir steht. Und es muss heißen, vertraue dem, der über dir steht, weil der hat die Kompetenz und weil der hat schon bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. So. Und dann ist das nämlich nicht toxisch. naja, aber Toxisch wird es dann, wenn ich der Hierarchie nach oben folge, ohne nachfragen zu können oder zu dürfen oder zu wollen. ja, Und das ist beziehungsweise halt es auch im bedarf Fall einfach, Rammstein vielleicht passiert. ja, aber beziehungsweise es braucht einfach Check and Balance. Also die Person steht da oben und sie wird auch immer wieder unaufgefordert kontrolliert, ob sie sich immer noch nach dem Kodex verhält, den sie sich selbst auferlegt hat, weil sie dieser Position beigetreten ist und in dieser Position steht.
Nicht, weil sie per Definition vertrauenswürdig ist, sondern weil auch nachkontrolliert wird, ob die Person auch weiterhin vertrauenswürdig bleiben kann. Weil das Problem ist ja, wir wissen ja, Macht korrumpiert und deswegen muss man da immer wieder nachkontrollieren. Wenn das System zulässt, dass das unten das oben fragt, warum, dann ist es okay. Aber es gibt halt Systeme, wo das unten nicht nach oben fragen darf. Ja. Ne? Also gehen wir wieder auf den Rammstein-Fall rein hypothetisch zurück. Falls es denn so gewesen sein sollte, die Frauen können nicht nachfragen, warum sind wir denn jetzt hier alle? Und warum fragst du mich nach Alkohol oder keine Ahnung was? Warum soll ich mich jetzt warum soll ich mich bestimmterweise anziehen? Ne? Das ist immer so gewesen, ihr habt nicht so eine gute Zeit und irgendwie willst du den, ne? Da sind immer irgendwelche Begründungen, die keine Begründung sind und es darf nicht nachgefragt werden. Das ist jetzt so, du bist in der Situation, halt's Maul. So. Mundtot machen. Und das ist das, was selbst, wo ich gesagt habe, ganz am Anfang, selbst wenn da überall Consent, auf irgendeine Art und Weise Consent war, selbst dann ist dieses System nicht gut. Ja. Amen. Jetzt hast du es gesagt. Ich habe extra die Klappe gehalten. Wenn man Sachen mit Amen schließen kann, ist immer gut. Ja, in der Tat. Ja. Aber was, Koali, hat das jetzt alles mit Rollenspiel wieder zu tun? Oh, zeitig, aber was ist die Frage denn jetzt? Dann möchtest du sagen, warum das alles mit Rollenspiel was zu tun haben könnte. Ich glaube, hier kann man ganz klassisch mal wieder so eine Session Zero ansprechen, gerade in Sicherheitsnetze für seine Runden zu organisieren, allen klar zu machen, wo Lines and Veils sind, allen klar zu machen, worauf sie sich einlassen, selbst sich abchecken zu lassen. Auch hier, ne, auf einer Rollenspielrunde gibt es Hierarchien, der Spielleiter ist rein vom Prinzip her schon immer mächtiger als die Spieler, was das Spiel angeht, weil er Herrschaft über Welt und Regeln hat. Ne, lasst euch die Macht nicht zu Kopf steigen. Aus großer, wie war es, irgendwie in Spider-Man, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Auch am Spieltisch, bitte. Ja. Ich würde das an der Stelle noch ergänzen. Ich bin ja bald bei Feder mal in der Runde und ich finde das zum Beispiel sehr großartig, wie Feder da im Rahmen des Session Zero einfach mit ihren Methodiken, die sie da einsetzen möchte, aus dem Lab gerne in dieser Runde jetzt auftritt. Und ich fand das, was ich mir wahrscheinlich noch in nächster Zeit mal abschauen werde, mal gespannt, wie das dann auch bei ihr dann in der Runde läuft. Nämlich auch das regelmäßige Nachchecken. Sind wir hier noch in der Szene so, wie wir sind? Also ist auch alles grün oder sollten wir runtergehen? Wird es jetzt zu intensiv oder sollten wir an der Stelle sogar abbrechen? Dass man das regelmäßig in der Szene dann kurz abfragt mit Daumen hoch, weitermachen, intensiver werden, gleich bleiben und so weiter. Und was man natürlich immer auch machen kann, ist am Schluss einer Sitzung aber auch mit eben Stars and Wishes nochmal nachzusetzen, okay, das Positive zu verstärken. Was hat allen gefallen? Was waren so die Highlights? Und auch regelmäßig aber auch mal einzusammeln, was lief eigentlich heute nicht gut, auch wenn das weh tut. Oder beziehungsweise in der Frage zu stellen, was könnten wir besser machen an der Stelle? Das eben also auch als Korrektivmaßnahme in der Rollenspielrunde einzubauen, während des Spiels und auch nach dem Spiel nochmal nach, also Aftercare, würde Jasmin Heitzel wahrscheinlich dazu sagen, im Rahmen der BDSM-Thematik. Hört zu viel, Mord ist ihr Hobby. Nee, Nerd Kann man nicht zu ist ihr viel Hobby. hören. So, Nerd ist ihr Hobby, war der Titel, Entschuldigung. Ich habe zu viel Brindlewood Bay in letzter Zeit gelesen. Genau. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was man immer wieder haben muss. Und auch natürlich die X-Karten nicht zu vergessen. Auch jederzeit sagen, okay, stopp, 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 das wird mir alles zu viel. Abbruch, Abbruch, beziehungsweise zurückspulen, ändern, weitermachen. Ja, und gerade wenn man online spielt, hat man da ganz viel Möglichkeiten, irgendwie auch zu interagieren, auch ohne dass man jetzt gerade IT irgendwas machen muss. Das Man ist kann. ein kleiner Vorteil des Online-Spielens, finde ich. Ja. Was ich noch an der Stelle noch einfügen, ich habe zum Beispiel bestimmte Rollenspielrunden nie live auf meinem Kanal gepackt, weil ich mich sage, das ist mir an der Stelle ein bisschen zu heikel gewesen und wollte lieber erstmal nur on the record haben, bis alle gesagt haben, okay, die Runde war gut. Das war in dem Fall der Gaslichtclub, wo ich aber auch ganz bewusst und im Konsens mit allen Beteiligten im Spiel sexuell übergriffig war und auch im Nachgang niemand gesagt hat, okay, bitte raus damit. Und das war eine sehr intensive Erfahrung, aber ich glaube, das hat allen am Schluss in der Gesamtkonstellation gefallen, weil eben darüber im Session Zero Bescheid gegeben wurde.
Ich habe es nur aufgezeichnet. Es gab immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, 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 das hat nie stattgefunden, das wird nie veröffentlicht. Und das hat auch dann zur Folge, dass andere bei mir auf dem Kanal das so ähnlich verfahren werden, wenn ihnen das Thema zu heikel wird. Beispiel, es gibt Abenteuer, wo Kinder zu Schaden kommen. Und da haben die, hat die Person gesagt, ich möchte, würde es gerne leiten, aber nur, wenn alle Konsens haben und wir zeichnen es nur auf, sodass die Möglichkeit auch ist, diesen Konsens nachträglich zu widerrufen. Ich finde das tatsächlich bei Pen-and-Paper-Rollen eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn ich da an unsere Rolle früher Runde früher denke, ich habe durch diese Runde das Hobby geliebt, aber es gab Situationen, da wäre ich vielleicht auch gerne vom Spieltisch aufgestanden. Aber es fing schon damit an, dass ich darauf angewiesen war, dass mich wer anders aus der Runde mit dem Auto nach Hause fährt. Da kannst du halt nicht einfach sagen, oh, also die Verbindung leckt gerade, ich bin weg, zack. So. Oder die rote X-Karte ziehen oder so. Sondern, und wenn man dann noch der Kleine in der Runde ist oder so, also da am Spieltisch kommen da, glaube ich, nochmal ganz andere Dynamiken rein. Oder auch, je besser die Runde befreundet ist miteinander und sich nicht nur trifft, weil sie zusammen Rollen spielt, desto unangenehmer ist es auch, sowas anzusprechen. Also da sozusagen verfestigen sich dann vielleicht auch Hierarchien, die es in jeder normalen Gruppe, die irgendwas zusammen macht, auch gibt. Also wenn sie über Jahre existiert oder Jahrzehnte. Ja, und das ist tatsächlich so ein Punkt, also dem kann man sich dann nicht leicht entziehen, weil es dann vielleicht eben nicht nur ein Nein zu dieser Rollenspielsituation ist, sondern ein Nein zu der Freundschaftsgruppe, was man ja gar nicht haben will. So. Und wenn man aber sozusagen zu oft dann trotzdem Ja sagt, wird es irgendwann doch ein Nein für die Gruppe, weil man die Gruppe nicht mehr aushält. Also auch an den Tischrunden, passt da auf euch auf. Sprecht viel miteinander und achtet auf euch. Also gerade wenn ich so an mich selber denke, ich fand ja Rollenspielen eben auch geil, weil ich so ein bisschen so Würstchen war und mal eben nicht das Würstchen sein konnte, sondern, wie ich das so schön gesagt habe, der Ork mit dem Sturmgewehr in der Hand. So, oder der Mönch, der Leute mit der baren Hand verprügeln konnte bei D&D oder so. Also ja, also solche Dynamiken, die können halt auch am Spieltisch entstehen und sind damit unter schwerer zu durchbrechen. Gerade weil dann eben noch, ne, der oder der nur bei dem einen Platz im Auto hat oder was weiß ich, was da alles reinspielen kann. Der eine ist der kleine Bruder von dem anderen und so weiter. Das sind ja alles immer auch schon Machtdynamiken. Da, ja, sollte man sehr genau auf sich aufpassen. Ja, auf jeden Fall, weil das Problem ist einfach, deine geistige und mentale Gesundheit geht eigentlich vor und da kann die Rollenspielgruppe, wenn sie einfach nicht gut für dich ist, da lohnt es sich nicht zu investieren. Ich habe selber eine toxische Runde irgendwann zum Glück verlassen, weil einfach wir kein Spiel mehr gefunden haben und ich war am Schluss sehr froh, als sie vorbei war. Ja, also ich kann nochmal unterstreichen, passt auf euch da draußen auf. Haut euch auch was anzusprechen, auch wenn es Freunde sind. Oder eure Lieblingsband. Eure Lieblingsband. Manchmal tun Menschen auch irgendwas, wovon sie nicht wissen, dass es anderen wehtut. Dann hilft es nichts, wenn ihr sagt, irgendwie, ich möchte dem anderen auch nicht wehtun, indem ich das anspreche. Und so ändert sich dann nie was. Also immer reden, auch wenn es schwerfällt. Ne? Also, da muss man. Veränderung tut auch so oder so weh. Und deswegen sage ich auch immer, sucht euch noch neue Bands. Bleibt nicht 20, 30, 40 Jahre an derselben Band kleben, weil die verbleiben vielleicht in ihren alten Strukturen. Und es gibt so viele coole neue Bands, die man fördern könnte. Also, ich sehe da jetzt kein Problem dabei, auch mal seine Lieblingsband weiterzuhören. Also, meine allerlieblingsband ist sich leider aufgelöst, von daher bin ich nicht mehr in der Versuchung. Von daher. Ich sag mal so, wenn ich irgendwann sterbe, wäre es gut, wenn nicht bevor alle meine Lieblingsmusik auch verstorben ist. Das fände ich irgendwie deprimierend. Ich möchte, dass die letzten KünstlerInnen, die ich mir noch angelacht habe, mich überleben.
Bin ganz gespannt. Eine meiner Lieblingsbands hat gerade den neuen Sänger announced. Welche? Magst du? Umf. Umf. Ah. Die fand ich schon immer cooler als Rammstein. Und sie sind ja nachweislich, also sie sind ja die, die Rammstein dazu inspiriert haben, die Musik zu machen, die sie tun. Das war der mit Augen auf, ich komme, oder? Ja, Das war das. und das, genau das ist der beschissenste Rumpfsong aller Zeiten. Ich will gekreuzigt sein auf dir. Auch so eine Ist schöne. jetzt textlich auch nicht so, aber ja. Ja, Ja. okay. Wir wissen, wo es herkommt. Jetzt sage ich Amen. So. Dass ich Ja, wenn das ihr noch noch. erleben darf. Wenn ihr da draußen noch was zu sagen habt zu dem Fall vielleicht, euch auch irgendwas auf dem Herzen liegt, ihr vielleicht auch eine andere Meinung habt zu der ganzen Sache. Ich meine, ich habe ja heute ein bisschen den Konterpart ausgepackt. Man fühle ich mich auch nicht so wohl immer mit, aber kam ja eine schöne Diskussion deswegen zustande. Und falls ihr da noch irgendwie andere Aspekte habt, die wir überhaupt nicht besprochen haben, meldet euch gern bei uns. Wir sind da immer offen für Feedback. Vielleicht machen wir dann eine zweite Folge, wo ihr dann mit mal mitsprechen dürft oder könnt. Da sind wir ganz durchlässig. Und Bevorzugt freuen werden. ja, freuen Bevorzugt uns. nehmen wir weibliche Stimmen, weil jetzt haben wir heute die ganzen männliche Perspektive eingeworfen, jetzt brauchen wir noch die andere Ja. Perspektive. Ja, genau. Das wäre ganz schön. Schnüff. Ja. Also meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwas habt. Wenn ihr nur sagt, irgendwie, ja, finde ich gut, was ihr macht, auch dann nehmen wir gerne so ein Däumchen oder irgendeine Bewertung oder so. Das ist Fünf, so. die verdammte 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und Daumen hoch bei YouTube. Lasst Glocke entsprechend eine positive Bewertung bei aktivieren. Spotify übrig und folgt diesem Kanal auf wie Art und Weise. Lasst vielleicht ein Abo da und wirft vielleicht noch Trinkgeld irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, ob du ein Trinkgeld hast. Nein, müsst denn irgendwo hin, genau. Irgendwo am besten irgendwie in den Hut eures Vertrauens. Ansonsten nehme ich auch noch gerne Abos und Bewertungen, aber das ist der falsche Kanal. Doch, der Zeitiger ist verlinkt immer. Also, wenn ihr Zeitiger sucht, ne, also Der nur. Zeitiger hat immer einen Hut auf. Ich möchte behaupten, vielleicht ist er der Hut unseres Vertrauens. Okay, bevor wir uns jetzt in Kopf und Kragen reden, Dankeschön an euch beide, dass ihr mitgemacht habt. Danke an euch Bitte. da draußen, dass ihr zuhört. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's vielleicht um was total anderes. Tschüss. Feuerpläne. Auch.